Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute befinden wir uns vor dem Pistenbully, den wir in der letzten Folge gebaut haben. Aber hier bleiben wir nicht lange, sondern wir gehen gleich wieder weg. Und zwar fliegen wir mal ganz schnell rüber in den ersten Teil der Stadt und zwar zur Polizeistation. Denn da wollen wir uns gleich mal den Helikopter gruppieren, damit wir im Skigebiet einen Rettungshelikopter daraus machen können. Und deswegen klonen wir den jetzt. Genau. So, der ist hier. Da bauen wir noch ganz kurz einen Block. Zack. Und jetzt geht der bis hier. Und nach außen bis hier und dann machen wir noch einen Block mehr zur Sicherheit und unten auch noch, zack. So, das ist die eine Ecke und jetzt suchen wir noch die andere, das wäre die hier oben. So. Und jetzt klonen wir den einfach. Und zwar Klon, zack, zack, zack. Bis zack, zack, zack. Ja, das ist gespeichert. Die Goldblöcke können wir wieder wegnehmen. Und dann fliegen wir ganz kurz zurück und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt wieder beim Skigebiet. Und zwar würde ich sagen, packen wir den Helikopter hier so hin. Das heißt, ich mache mal ganz kurz ein Setblock. Tak, tak, tak. Und dann, keine Ahnung, Blinks. Kann ja irgendein Block sein. Und jetzt fügen wir den hier ein. Zack, zack, zack. Frage, geht das überhaupt so weit? Ein Moment. So, ich habe jetzt hier gerade Renndistanz 48 gemacht und es hat funktioniert. Wir aber wieder runter. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir hier das schöne Helikopter. Und jetzt machen wir den mal zu einem Rettungshelikopter. Police Edition. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Kamera. Wir brauchen auch kein Polizeisignal. Was brauchen wir auch nicht? Der war, glaube ich, so, ne? Dann die Seilwinde darf bleiben. Der muss auch bleiben. Wer hätte es gedacht? Dann die Minecarts dürfen wieder hin. Nein, dürfen sie gar nicht. Rettungshelikopter. Wir brauchen eine Bahre. Das hier darf hin. So. Und ein Beifahrer auch. Zack. Und hier kommt jetzt aber ein Bett. Zack. Alter, was ist das? So. Ein Bett. Der Kopf sollte beim behandelnden Typen sein. Zack, die Minecarts sollten da jetzt auch nicht rausrutschen können. Und jetzt müssen wir hier mal ersetzen. Und zwar packen wir Rot hin. Weil ist ein Rettungshelikopter, Hubschrauber, wie ihr es nennen wollt. Und dazu ersetzen wir jetzt mal alles graue Concrete durch roten Concrete.
Und dann passt das schon viel eher. Zack, zack, zack. Dann hier auch noch. So, einmal hier, da noch, da noch. Und natürlich den letzten Block hier hinten auch. Was ist denn das? Ich falle hier die ganze Zeit runter. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal rot. Hier den will ich auch rot machen. Den auch. Den und den auch. Den und den auch. So, jetzt haben wir hier noch einen grauen. Zack. Hier kann noch wieder eine Tür hin. Wir machen eine weiße Tür, weil das soll ja das Kreuz darstellen. Vom Rettungshubschrauber. Zack. Und deswegen kommt da drüber auch eine Quarzlab und überall anders eine Orange. Orangene. So, zack. Hier kommt dann auch eine Tür hin. Das hier können wir lassen. Und jetzt müssen wir noch alle Slabs durch orangene Slabs ersetzen. Da ploppt die Tür natürlich weg. Finde ich sehr nett. Da müssen wir jetzt schnell sein, wegen dem Minecart. Und hier auch. Das war zu langsam. So, dann eben nochmal. Hier, Better können schweben. Zack, zack, zack. Und die hier noch. Ja, jetzt wollte ich direkt schlafen. So, und dann natürlich beim Dach auch noch. Zack, zack, zack. Die hier ebenfalls. Dann die Falltüren werden auch durch solche ersetzt. Jetzt müssen wir noch den Amboss nochmal holen. Zack. Jetzt habe ich die Falltür weggelegt. Na gut. So. Zack. Und dann würde ich sagen, packen wir hier nochmal eine hin. Und unser Rettungshubschrauber ist fertig. Ein kleines Problem haben wir noch, und zwar die hier. Die dürfen auch noch gerne rot sein. Und bei den Rotoren würde ich einfach noch eine farbige Spitze machen. Zack. Einmal rundherum. Und damit der Falltür noch. So, und hier noch. Ja gut. Zack.
hier noch einmal und die letzte noch. So. Die Fackeln stören. Die Fackeln stören. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Vielleicht hier so. Rettungshubschrauber haben normalerweise ein bisschen andere Form. Und jetzt, weil der im Skigebiet ist, braucht der halt Kufen. Zack. Zack, zack, zack. Und hier noch einmal. So sieht auch gut aus. Sieht aus wie ein Rettungshubschrauber. Jetzt, was könnten wir noch Schönes machen? Anschreiben, wissen wir den noch. Und zwar einfach so. Das kann ich wegpacken. Eine Bahre könnten wir noch unten dranhängen. Also da auch nochmal. Einfach so. Oder ganz orange. Ganz orange. Passt das? Wenn wir den länger ziehen. Ja, das geht. Kann man machen. Würde ich aber an der Stelle sein lassen. Also, einfach. Zack. Jetzt machen wir noch einmal Tag. So. Dann hätten wir das auch. Jetzt machen wir noch einen Scheinwerfer am besten. Suchscheinwerfer und rote Lämpchen. Muss ja blinken, das Ding. Zack. Dann machen wir den weg und powern die von unten. Geht nicht. Warte. So müssen wir machen. Zack. Dann haben wir da ein rotes Lämpchen. Und dann kommt hier unten noch eins. Zack. Rotes Lämpchen. So möchte ich das haben. Und da können wir ja drumherum noch das weiße Kreuz nochmal machen. Zack, zack, zack. Zack, in dem Fall müssen wir dann den Block auch ersetzen durch weiß. Ich glaube, ich lasse die Lampe hier unten weg und dann haben wir einfach so ein weißes Kreuz. Das ist wesentlich besser. Und den Suchscheinwerfer, den packen wir hier vorne hin. Das ist ganz einfach. Und zwar nehme ich einfach ein Zauntor. Zack. Zack. Und das mache ich noch auf. Und fertig ist unser Rettungshubschrauber. Und zur Vervollständigung würde ich aber sagen, da muss statt dem Eisenbahn ein weißes Glas hin, dass es ein bisschen nach dem Kreuz aussieht. Aber von der Seite sieht er irgendwie schön aus. Also, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!